Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Birdrider. Hier ist wieder euer Landsquid und wir spielen The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben genug geübt. Wir wollen jetzt Wim aufs Maul hauen. Ich glaube, es reicht mit der Überei. Kümmern wir uns lieber um deine Vivienne. Man soll sie nicht überüben. Ist nicht mein. Noch nicht. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen. Na gut. Anmeldezeltplätze. Reiten wir zur Anmeldung. Schneller. Seine Kräfte sind aber auch nicht schlecht. Ich meine, ich kann Feuer schießen und Gedanken beeinflussen, aber er kann einfach so über Barrikaden gehen. Nicht springen. Nicht irgendwie hüpfen oder irgendwie drüber sliden oder drunter durchkriechen. Nein, einfach drüber gehen. Das ist schon auch eine ziemlich gute Fähigkeit. Ich meine, wie oft ist das nützlich, ne? Keine Ahnung, aber immerhin. Was ist denn? Der Hexer sieht ja gut aus. Hallo, Herr Schreiber. Hallo. Ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Welches ist denn welches? Ich würde gern wissen. Und Moment mal, was für Wappen sind denn das genau und wie lange hat der die schon hier drin stehen? Wusste der, dass ich komme? Sind das meine Privatwappen? Oder wie funktioniert das mit den Wappen? Ich weiß es nicht. Ich hätte gern das Gelbe. Ich weiß aber nicht, welches welche ist. Deswegen stelle ich jetzt erstmal die optionalen Fragen. Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Meve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Jaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Ich hab's zwar nie gespielt, also nicht durchgespielt leider. Mache ich vielleicht noch, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Aber in dem Gwent Standalone-Spiel spielt man ja die Geschichte von dieser Meve. Ja, wahrscheinlich war das eine Anspielung darauf. Und vielleicht wird es auch schon irgendwie in den Büchern erwähnt und so. Ne? Es ist alles so verwoben und vernetzt. Man kennt sich nicht aus. Aber da war eine Referenz, die ich verstanden habe. Yay! Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Zintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Kann ich nicht eine Kombination machen? Weil ich finde, Ravix von Riva, das wäre ziemlich gut. Darf ich Ravix von Riva sein? Das wäre Tool. Das wäre total Tool. Und dann nehme ich einfach bitte das gelbe Wappen und die roten Pünktchen könnte man doch auf dem Bären pinseln oder so. Nehmt die blaue Frau weg und gebt dem Bären ein Tuch mit den drei roten Rauten und dann haben wir es. Beide Wappen vereint. Alle sind happy. Ich bin Rivax von Riva. Problem gelöst. Oder?
Der ehrenwerte Ravix ist mir recht. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Bitte künde. Künde, was du nur künden kannst, werter Schreiber. Guillaume hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe drei. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Okay. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Ja, die Hölle halt. Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Gruppenschlacht. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss Battle Royale werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Okay. Verstanden. Wir fangen quasi an mit Call of Duty. Dann kommt Mario Kart, dicht gefolgt von Fortnite. Cool. Dann würde ich sagen... Bling, bling. Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Asgard. Nein. Dem berühmten Schwertschmiedemeister. Nein, nicht Cornelius von Asgard. Die allergenehmste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Wow. Sagenhaft. So, und was ist ein Eid? Den kann ich mir nicht leisten. Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Aha. Hä? Ich glaube, das schaffen wir, aber ich weiß gerade nicht. Was ist Geralt wichtig? Was ist einem Hexer wichtig? Monster töten. Wenn man... ein bisschen idealistisch positiv rangehen will, dann die intelligenten Spezies der Welt zu beschützen. Wenn man ein bisschen negativer, zynischer rangeht, dann sind sie halt Söldner und Kopfgeldjäger. Und was ist denen wichtig? Geld. Und dann schwören wir einen Eid auf unsere Nickelbrille, dass wir Geld geil finden. Solange das Turnier gilt. Solange das Turnier läuft. Ab dann finden wir Geld nicht mehr geil. Hiermit geschworen. Bitteschön, auf Wiedersehen. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Ah, jetzt müssen wir uns wirklich aussuchen. Ich schwöre beim Raya. Ich schwöre bei meiner Liebsten. Wir haben keine Liebste. Ich hab keine Liebste. In Witcher. Ich schwöre beim Straps der Herzogin. Ich schwöre lieber gar nicht. Ich... schwör beim Raya, weil... Hä? Ich schwöre feierlich beim Raya, dass ich die Rittertugenden im Wettkampf achten werde.
Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Ein Zelt? Nice. Mein eigenes Zelt. Ich habe gerade so Asterix und Obelix-Vibes so ein bisschen. Gleich kommt so ein dicker Kerl mit gestreifter Hose und schießt uns zurück, boxt uns zurück nach Novigrad. Frittierte Endriagendrüsen. Mein Gott, in der Rüstung haben wir aber Oberarme, hey. Gezwirbelte Schweineohren, Sodala, wo müssen wir bitte? Hallo? Ja. Gut. Ah. Gerald. Schießwettbewerb. Also sowas. Ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Ja, ein reihender Ritter. Spaß beiseite. Ha. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Haha! Ich werde Reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll, als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwind. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Endlich ein Wort. Zu einer Partie Gwind sage ich nie nein. Nein, aber wirklich nicht. Zu zwei auch nicht. Zu drei vielleicht schon. Moment mal. Das ist das neue Deck, ne? Warum nicht? Ich kann mich an überhaupt nichts mehr erinnern, was mein Deck angeht, aber das kriegen wir schon hin. Die Kuh macht Mu? Nein, ich wollte die behalten. Ich bin so blöd. Oh, wir haben das dynamische Trio. Triplet. Trisomie. Es ist super. Dich. Brauchen wir dich? Nein. Stimmt, ich müsste mein Deck eigentlich umstellen. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Die Tötenkarten brauche ich nicht. Aber andererseits stören sie auch nicht. Soll ich gleich mit unserem dynamischen Trio anfangen? Das ist eine Vorlage, da wackelt unser Gegner mit den Ohren und kriegt Angst und geht heim. Okay, ich spiele die drei. Und dann spiele ich, glaube ich, sonst nichts. Vielleicht ein paar Helden oder so, keine Ahnung. Aber das will ich erst mal sehen, wie er mit den drei klarkommt. Zur Not spiele ich noch die Trompete. Dann ist Feierabend. Na, da kann er schon Cirilla spielen. Da guck mal, was jetzt kommt. Da. Absolute super krass Vernichtung. Passt er? Spielt er noch? Er spielt weiter. Er nimmt eine Karte auf die Hand zurück. Dann pass ich jetzt, weil der passt. Wenn er nicht total doof ist, dann passt er jetzt. Deswegen spiele ich nichts mehr. Soll er erstmal versuchen, das jetzt noch zu trumpfen. Ja, okay. Das war vorhersehbar. Niemand auf dem Friedhof, den die Karte wiedererwecken könnte. Aber eine mächtige Karte. 10 Stärke und wiedererwecken. Nicht schlecht. Nicht mal hier Yennefer ist so mächtig. Das ist schon nicht ohne.
Die Scoia'tael. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die immer mit den Delish verwechsel? Aus Dragon Age. So. Ah. Okay, ich passe jetzt trotzdem, weil dann habe ich noch drei echt gute Karten für die letzte Runde. Mein Gegner muss noch eine spielen, geht nicht anders, dann bleibt ihm eine Karte und ich glaube, ich habe gewonnen. Das war ein Eigentor, ja, gut, auch nicht schlecht. Gratulation. Wir tauschen, wie vereinbart. Das war wirklich kurzweilig. Die Herrin Vivienne kommt sicher jeden Moment. Es ist Zeit. Ich muss zur ersten Herausforderung. Viel Glück. Edle Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen. Möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Nee. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Hab ich nicht. Das ist eine gemeine Unterstellung. My body's not ready. Seht nur, Horm Akerspark von den Mechtinern. Ui, wird das schwierig, ui, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau, tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Ravix von Vierhorn, den kannte ich noch nicht. Nehme er getrost jene Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Okay, danke, mach ich. So, die Ziele in Rot aufs Korn nehmen. Ich hoffe, ich darf auch Pfeile benutzen. Ich habe gar kein Korn dabei. Wird schon gehen, ne? Ist das nicht ein bisschen gemein, dass ich eine Armbrust benutze? Ravix der Edle, nun ist er voraus. Steht ihm gar der Ruhm des Triumphes ins Haus? Ravix liegt vorne. Habe ich gewonnen? Ja. Herr Ravix gewinnt, weil er besser schießt. Fühlt doch nur, wie Ravixens Ehre sprießt. Die königliche Armbrust. Der Inbrustlich. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich Attacke. Gratuliere dir. Danke, Herrin. Haben die Wappenarmbrüste für alle Turnierteilnehmer vorbereitet, vorsichtshalber? Oder wie? Ich meine, selbst wenn man das Wappen einfach austauschen kann, müssten die für jeden Teilnehmer schon vorgefertigte Wappen haben. Und die Hälfte der Teilnehmer kriegt die Wappen aber nicht. Die werden dann wieder eingeschmolzen, nehme ich an, oder so. Das ist ungewöhnlich viel Vorbereitungsaufwand für nix. Ja, was gibt's denn hier noch so für Preise? Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir. Na dann. Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Uh-oh. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke.
Gut gemacht. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Na gut. Aber heute gehen wir nicht mehr. Denn für heute ist erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Und unterstützt den Kanal auf Patreon. Das wäre dufte. Das wäre wirklich cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao.